Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking in Rocket League. Und wir sind wieder um 3 unterwegs. Ich habe das Zweier deaktiviert, weil irgendwie will ich das lieber spielen, wenn ich auch Zweier-Partner habe. Sonst habe ich ein bisschen das Gefühl irgendwie, dass die Kommunikation viel zu wenig klappt. Okay, wenn er jetzt hier zurückkommt, fahre ich jetzt hervor. Oh Gott. Ausgewichen bin. Wow! Und ich fliege. Sehr schön. Die engen Leute ausgetrickst. Ich muss viel mehr mit der Front erwischen. Ich muss viel mehr den Ball mit der Front erwischen, das ist mein größtes Problem momentan. Er geht da ran, okay. Oh shit! Oh Mann, wir sind viel zu sehr unter Beschuss wieder. Gefällt mir gar nicht. Komm schon, ist deiner! Warum gehst du da nicht ran? Ah, jetzt hätte ich einfach gerade drauf fahren müssen. Hat er schön gespielt und leider dann nicht getroffen. Ausgehoben. So, den auch noch weggekickt. Sehr schön, ich habe sogar eine Vorlage bekommen. Für das Wegquetschen dort und der hat dann direkt reingedroschen. Ja, da ist gut geschossen. Macht er? Geht er? Ah, geht. Dann kann ich vorbeispielen. Ich war zu schnell. Ich dachte, er drischt ihn voll drauf. Und er hat aber super viel Zeit gelassen. Da war ich schon längst in der Wand. Ich lieber zum Ball fahren können, hätte ich den Ball weggekriegt. Hätte ja ein hässliches Deke drauf. Oh fuck, er fällt super weit vom Tor weg, von der Wand weg wieder. Oh shit. Fährst du ihn oder fährst du nicht? Och. Fuck, ich will den seitlich machen! Okay. Schön! Thanks! Stand ich nochmal im Weg und der hat ihn wirklich dort gut hingekriegt, aus dem Winkel reinzumachen. Das kann er. Da macht Spaß, den Ball mal ein bisschen drin zu halten. Der ist denn gefährlich? Ach Gott. Kein Boost. Null Boost und ich fahre die ganzen Boost-Pads vorbei. Das ist nicht hilfreich. Oh oh. Oh. Ich wollte gerade rausfahren. Ich wollte gerade raus an Booster und da kommt so ein Ding zurück. Oh.
ich weiß nicht, letztens habe ich so Pech da. Oder ich bin einfach unfähig geworden im Spiel hier. Ah, der hat wieder keine Lust irgendwie versuchen. War wahrscheinlich zu schnell, ne? Okay. What the fuck? What the actual fuck is happening? Ah, einer ist geliefert bei denen. Okay. Eine 2-2 liefen ist halt echt nicht so geil. Der Raymond ist jetzt ein bisschen kacke, weil der die ganze Zeit spielt. Ohne uns die Möglichkeit zu geben, einen sinnvollen Schuss zu machen. Hier zu weit. Ich dachte, wäre das Tor weiter weg. Oh, whoops. Whoops. Ich krieg ihn halt nicht. Ja, ich krieg ihn halt nicht. Und jetzt hier so einen mega Konterball machen, ist mir am Arsch gewesen. Wären wir am Arsch gewesen, weil wir alle vorne waren auf der Mittellinie. Für Mittellinie oder weiter vorne noch. Er hat nicht versucht, den Konterball zu machen. Und da kommt der Mega-Konterball. Wow. Es ist halt, wenn keiner hinten ist. Dann hat einfach alle vorpreschen, weil wir sind ja 3 gegen 2. Dann gehen wir noch zu zweit. So, dann machen wir mal hier das zweite Match. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser verläuft. Wow, das ist wieder der Typ, der ganz hinten stand, ist wieder vorgekommen. Ja, ist wieder mit mir rumgesprungen und dann nicht zurückgefahren. Es hat keiner zurückgefahren, sondern wieder auf den Ball. Und da war der Konterball wieder. Ach man, warum man immer mit Randoms, musst du einfach Torwart spielen, das ist so behindert. Weil sie dort immer beide rangehen. Ob man will oder nicht, die gehen da immer ran. Ich hätte ihn halt schon da 3 Sekunden geklärt, aber. Ja, okay. Spring halt irgendwie so da rein. Warum? Warum machst du dich noch so lang? Oh Gott! Tu das doch nicht! Lass den Ball doch einfach durchfallen! Ach, fuck!
Will ich ja wieder einen vor mir fliegen. Komisch quer von sonst woher. Jungs, jetzt mal. Jetzt. Jawohl. Geht doch. Den wollte ich nämlich eigentlich nur da gegen die Ecke. Der hat sich sogar noch verbessert, weil dadurch war er nicht so schnell, bis er in der Mitte war. Sonst wäre er richtig böse schnell gekommen. So ist er halt einfach da hochgeglitscht. Dann vom gegnerischen Tor runtergefallen. So. Okay. Wir drücken ihn einfach so in die Ecke rein. Alle zusammen. Na gut. Soll mir recht sein, wenn es funktioniert, funktioniert's. So. Oh, sag mir jetzt nicht, du bist angefahren. Okay. Okay. Bin nicht mitgerechnet, dass er den in die Richtung kickt, so wie er den gekickt hat halt. Oh fuck. Ich muss das langsamer spielen. Viel langsamer spielen. Ach. Jetzt aber nicht, dass keiner. Oh, oh, oh. Husten alle mir hinterher. What happens? Oh, Legs. Ich hab's noch versucht abzuwenden, aber nein. Ne, er ist halt nicht ins Tor gefahren. Man hat ihn lieber dort verfehlt. Das ist jetzt 2-2. Komm, das schaffen wir noch. Wenn ich mal nicht so eine Scheiße spielen würde. Oh. Ich bin halt einfach vorbeigesprungen, Mann. Liegt ja wirklich an mir jetzt das Tor. Okay, und daran, dass wieder alle beide nach dem Boost fahren. Und dass der Tormann immer volles Blatt rausknallt. Komm! Warum steht der zweite auch noch neben mir? Wenn der erste schon vor mir gefahren ist, steht der zweite direkt neben mich, dass ich es in meinem rechten Ohr höre. Ist noch. Ach, komm. Es lag halt an mir, die Runde. Kacke. Lol. Gelbe Dämonenhörner. Alles klar. So, damit sind wir jetzt in Runde 3 angekommen. Mal sehen, wie die jetzt läuft. Uäh. Eine gelbe Kochmütze. Okay. Und er muss anfangen. Okay. Dann bleiben wir einfach mal hier stehen. Och, was?
Ich bin gerade so unzufrieden mit mir selbst. So geht's doch. Geht doch. Thanks. Die sind alle vorbeigesprungen und dann habe ich den halt selber reingemacht. Kann auch mal passieren. Kann man einfach mal machen. So. Sind wir gerade defensiv gewesen? Und die gehen nicht davor. Okay. Ich dachte, du fährst beide geradeaus. Und dessen lenkt er halt ein. Genau vor mein Gesicht. Och, wo kommst du denn her? Und der ist, glaube ich, mit Absicht vorbeigefahren, um den Torwart rauszuhauen. Ne, er ist auf den vorbeigefahren. Warum leckt es hier so komisch rum? Warum habe ich eine 70er Ping? Warum habe ich eine 70er Ping? Ich verstehe es nicht. Also habe ich eine 30er Ping. Naja, wenn ich fast das Bedürfnis gehabt hinzufahren, nachdem die beiden das ein bisschen verkackt haben. Oh, sehr schön. Reingelupft über alle. Da fällt er wirklich noch rein. Das sah aus, als wäre er viel zu hoch erst. So. Wo fährst du denn hin? Ah, der war zu weit rechts. Der war auch zu weit rechts. Ach, pff, ich mach den seitlichen Salto. Ich muss die echt nicht abgewöhnen. Na, das geht ab. Wow, the shit. Ich muss mir die scheiß Saltos abgewöhnen. Ich mache eher alles kaputt, als dass sie irgendwas retten. Außer bei dem. Lol, der hat mir echt geklaut. Das war. Ja. Er hat ihn geklaut. Er hat mich noch mit reingekickt. Die Gegner haben, glaube ich, schon keine Lust mehr. Ja. Dann kriege ich den MVP gleich nicht mehr, wenn die weiter einfach sich zwischen Tore reinballern lassen und nicht hinten spawnen. Na, noch so ein Ding? Oder fällt wieder einer fällt noch an. Double Safe, meine Punkte. What the hell happened? Ach, jetzt Fernschüsse, ja. Nein! Bin ich auch genug gekommen, um den reinzuholen. Oh nö. Fies.
Oh, verdammt. Na. Den wollte ich irgendwie von der Wand spielen, aber. Never mind. I was not able. Ich wollte gerade sagen, der aus dem Turm müsste jetzt langsam mal versuchen. Was zu machen. Ich bin eher da. So. Ja, dann nicht. Ne? Och, macht halt echt auf mich, anstatt auf die Gegner. Also kriegen die jetzt wieder ein Tor, weil der blöde Typi mich zerstört hat. Ich glaube, mein MVP, die Gegner. Das war meins. Schüsse, Schüsse, Überschüsse. Nö, keiner will den haben. Keiner will den haben und dann, wenn ich rangehe, blupf. Wow, Jungs. Haben wir den echt noch ein Tor geschenkt. Nein! Und auf dem Boden. Ich will MVP sein! Hä? MVP! Woo! Na dann, wenigstens das. So, damit haben wir zumindest wieder ein paar gewonnen. Wie gesagt, die 2 bringen mir einfach kein Glück. Dann bleiben wir halt bei den 3er-Matches. Bis morgen, Jungs.